So, ihr Lieben, bald ist es soweit. Am 18. August eröffnet meine nächste Solo-Ausstellung. Das Ganze heißt Unendliche Welten und findet statt im Burgenland in Mogersdorf. Alle Details gibt es wie immer in der Infobox. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere sich das dann noch anschaut. Jetzt lasse ich euch ein bisschen an den Vorbereitungen teilhaben, weil einiges ist vielleicht offensichtlich und manches ist vielleicht nicht so offensichtlich, was man für so eine Ausstellung vorbereiten sollte. Am Anfang stehen natürlich die Rahmenbedingungen und das Konzept. Wenn man einmal einen Termin weiß, Räumlichkeiten, Ausstellungsumfang quasi und die Rahmenbedingungen, dann kann man sich überlegen, wie soll das Ganze ausschauen, ein Ausstellungstitel und alles drumherum. Bei mir in der Ausstellung geht es um fantastische und tatsächliche Situationen und Landschaften und damit war der Titel Unendliche Welten relativ naheliegend. Untertitel könnte auch sein, was war, was ist und was vielleicht sein könnte. Nach diesen grundlegenden Vorbereitungen braucht es dann natürlich Texte für Presseaussendungen, für Webseite, für Newsletter, Inhalte für Blogartikel und auch für Videos, so wie das da. Dann braucht es natürlich eine Idee für die Präsentation, wie soll das Ganze ausschauen und entsprechende Vorbereitungen. Wie ihr wisst, arbeite ich hauptsächlich auf Hartfaserplatten und auf grundiertem Papier und nicht auf Keilrahmen und damit ist das Ganze eine Spur aufwendiger, weil natürlich ist es möglich, für jedes Bild einen Rahmen zu bauen. Das ist mit diesen ganzen Sonderformaten, die ich habe, erstens ein gewisser Aufwand und außerdem hat es nicht dem entsprochen, wie ich mir die Präsentation vorgestellt habe. Ich will, dass diese Bilder rahmenlos sind und dass sie eine Spur vor der Wand schweben, damit man so wenig wie möglich an drumherum hat und so viel wie möglich von den Inhalten mitkriegt. Jetzt könnte ich natürlich für die Hartfaserplatten auch Klebeaufhängungen verwenden, aber erstens habe ich dann nicht den Wandabstand, den ich haben möchte. Und zweitens ist es mir schon passiert, dass sich diese gelöst haben und dass meine Ecke abgebrochen ist. Also das ist für mich jetzt keine gute Möglichkeit mehr. Damit habe ich mir Fichtenholzleisten organisiert, so 10 x 13 mm und die auf der Rückseite aufgeleimt, um den entsprechenden Wandabstand zu haben. Man könnte natürlich auch mehr nehmen, aber mir waren diese 10 bis 13 mm richtig. Und darauf dann die Aufhängung zu schrauben mit entsprechenden Schrauben. Da muss man aufpassen, dass sie ja nicht zu lang sind, das könnte sonst blöd ausgehen. Bei diesen ganzen kleineren, auf grundiertem Papier gemalten Sachen wollte ich denselben Effekt und dieselbe Optik erreichen. Deswegen habe ich das Ganze auf Hartfaserplatten aufgeleimt oder aufkaschiert und dann mit denselben Aufhängungen versehen. Zwei Bilder sind auf Keilrahmen, das war einfach. Und dann gibt es noch einen Sonderfall, nämlich einen Print von einem digitalen Bild. Das wollte ich dabei haben, weil es einfach zum Thema so schön dazu passt. Und dann habe ich mir eben einen Feinart-Print anfertigen lassen und habe den genauso aufkaschiert wie das grundierte Papier und mit denselben Aufhängungen versehen. Dann sind natürlich alle diese Bilder auf der Rückseite zu beschriften. Man muss schauen, ob alles okay ist. Ist irgendwo eine Beschädigung? Muss man was retuschieren? Braucht es irgendwie vielleicht noch eine Firnisschicht? Das war jetzt bei mir bei einigen Sachen der Fall. Oder ist noch irgendwas zu überarbeiten? Ich habe jetzt ein Bild, wo ich noch einmal drüber gegangen bin, weil es mir so nicht mehr gepasst hat. Und ein zweites, wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich fertig werde. Das wird noch recht sportlich, weil das entspricht einfach noch nicht dem, wie ich es haben will, aber ich hätte es gern dabei. Und bei 29 Stück ist da halt einiges los und einiges zu tun. Und ich bin jetzt eh schon seit einigen Wochen dran, immer wieder ein bisschen was zu machen. Aber es ist halt nicht zu unterschätzen, weil diese ganzen Leisten sind dann entsprechend zu schneiden, aufzuleimern, das Ganze muss trocknen. Das ist für mich immer der schwierigste Part, geduldig sein und warten, bis es trocken ist. Und dann die ganzen Sachen natürlich auch herzurichten, einzupacken für den Transport. Abgesehen von diesen ganzen offensichtlichen Sachen gibt es bei so einer Solo-Ausstellung noch ein paar andere Dinge, die zu tun sind und zu erledigen sind, damit das Ganze auch einen Sinn ergibt. Man muss eben, wie gesagt, nicht nur Raumtermine und Rahmenbedingungen organisieren, sondern es braucht dann eben das Konzept, das ich schon erwähnt habe. Warum, wieso, ein Titel, eine Beschreibung und Texte dazu. Gerade diese Texte sind nicht zu unterschätzen. Also ich brauche immer eine Zeit dafür, andere gibt es vielleicht, denen das leichter fällt. Oder die jemand haben, die einen das schreiben. Habe ich leider nicht, mache ich selber. Dann kann man schauen, ob die Möglichkeit besteht, das zu versichern oder eben nicht. Dann ist natürlich die Einladung zu gestalten.
In meinem speziellen Fall hat es der Verein Kunst und Kultur Burgenland bzw. Eisenwarenkamp übernommen. Dann sind Blogbeiträge zu schreiben, die Webseite zu aktualisieren. Ich werde Newsletter machen, ich mache Videos. Dann ist eine Presseaussendung zu machen. Das hat in dem Fall wieder der Verein Kunst und Kultur Burgenland für mich übernommen. Und natürlich gibt es dann jede Menge einzelne E-Mails oder Anrufe, die man tun kann oder soll oder will, um die einzelnen Menschen auch persönlich einzuladen, damit sie kommen und sich das anschauen. Dann gilt es natürlich hinzufahren, die ganzen Sachen aufzuhängen, zu gestalten, die Eröffnung, was meistens der schönste Teil der Sache ist, um auch mit den ganzen Menschen ins Gespräch zu kommen, über die Ausstellung, über die Gedanken, die man da dahinter hat und die Gedanken der Leute dazu, was sehr oft auch sehr spannend ist. Wie gesagt, am 18. August um 19 Uhr in Mogersdorf gibt es diese Eröffnung. Daten sind in der Infobox. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und dann natürlich zwischendurch einmal nach dem Rechten schauen. Es hängt ja doch 3 Monate. Vielleicht das eine oder andere ergänzen oder umhängen. Und mit manchen Leuten vielleicht extra auch hinzufahren, um sich die Sachen noch einmal anzuschauen und die Leute durchzuführen. Und im November gilt es dann wieder, das Ganze abzubauen, einzupacken und nachzubearbeiten, auch mit Presse und Webseite. Also alles in allem ist so eine Solo-Ausstellung eine feine Sache mit relativ viel drumherum. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.